Hallo, meine lieben Freunde, heute ist der 5. Türchentag. Und wie an jedem Türchentag gibt es natürlich heute wieder ein Stehgreifchen. Und dafür müssen wir die Karten mischen. Die Karten. Um einen zufälligen Ort auf Rügen auszuwählen, um darüber eine wirklich wahre Geschichte zu erzählen. So, jetzt haben wir hier und jetzt mischen wir hier noch so ein bisschen und wir ziehen die Karte. Witt. Vielleicht heißt es auch Fit. Okay, beginnen wir. Also, die Geschichte heißt Der Regenwurm im Vorweihnachtsstress. Ja, also das war vor gar nicht allzu langer Zeit, oder vielleicht was gestern oder vielleicht auch schon so ein bisschen her, das spielt keine Rolle. Da lebte in einem kleinen Dorf, das war an der Küste von Rügen. Da war eine wunderschöne Fischräucherei. Und in dieser Fischräucherei, da arbeitete eine Frau und die räucherte Rindfleisch. Also als besondere Spezialität, weil damals hat man in Rügner Fischräuchereien, wo man heute geräucherten Fisch bekommt, hat man damals noch geräuchertes Rindfleisch bekommen. Vielleicht ein bisschen unlogisch, aber Rüganer sind halt ein bisschen unlogisch, nicht wahr? Die sind so eine kleinen Racker, niedlich und immer zu Späßen aufgelegt. Das kennt man ja, wenn man so an so einem Gartenzaun vorbeigeht und nach dem Weg fragt und der Typ einen bloß anguckt und nichts sagt, ja, es ist, vielleicht sind sie nicht so lustig. Aber das spielt keine Rolle, weil diese Frau war auch nicht lustig. Und sie verkaufte ihr Rindfleisch und alles war toll. Und dann begegnete sie eines Tages, es war verschneit und Schnee fiel vom Himmel, so ganz viel, so dass überall die Leute, dass es ihnen kalt war und zu dieser Zeit, da kam gerade diese kleine Geschichte mit dem mit diesem Mädchen, was so diese ganzen Sachen von sich ausgezogen hat und am Ende erfroren ist, aber dann kamen die Sternschnuppen vom Himmel und fielen in ihr Kleidchen da rein und dann wurde sie ganz reich und alles war toll. Ja, das war genau zu dieser Zeit. Also dieses Mädchen, das war gerade da unter der Brücke und da passierte die ganze Action sozusagen. Und es gab ja noch andere Sachen. Man denkt ja bei solchen Geschichten, es gibt nur diese Geschichte mit dem kleinen Mädchen. Ich sehe gerade, ich komme von der Zeit nicht her. Egal, ein bisschen länger. Genau. Und das Mädchen machte da die Sachen mit ihren exhibitionistischen Kram, wodurch sie denn schließlich belohnt wurde vom Himmel mit allem Möglichen. Und die Frau ging da weiter und alles war verschneit und ihr war kalt und sie hatte richtige Eisbrocken an den Füßen. Und da buddelte sich plötzlich so ein kleines Loch raus und da kam dann ein Regenwurm, ein Weihnachtsregenwurm raus. Weihnachtsregenwürmer, habt ihr schon mal einen gesehen? Natürlich jeden Tag, man sieht immer Regenwürmer, Weihnachtsregenwürmer, die tragen dann so ein Weihnachtsoutfit und alles. Nein, das war ein Scherz. Nein, sie sehen ganz normal aus wie ganz normale Regenwürmer und dieser Regenwurm, Weihnachtsregenwürmer, die kriechen durch die Gegend und haben dann immer sehr viel Stress, weil sie müssen die ganzen Geschenke für ihre Verwandten besorgen und ein Regenwurm hat Millionen von Verwandten. Deswegen ist er ganz verzweifelt und da war er wirklich traurig und buddelte sich da raus und meinte zu der Frau so, er wird jetzt da zur nächsten Brücke gehen und sich runterstürzen in den Tod. Er wird Suizid begehen, Wurmsuizid sozusagen. Richtig krass. Und die Frau meinte, nein, das darfst du nicht tun. Ich bin doch ein großer Fan von Regenwürmern. Mein Mann war Angler und er hat euch geliebt. Und der Regenwurm war dann ganz, ganz gerührt und hat geweint. Und Regenwurmtränen sind wirklich schon etwas Krasses. Aber Weihnachtsregenwurmtränen sind wirklich der Oberhammer. Naja, und da dachte sich die Frau was aus. Und zwar, sie sagte, komm mit zu mir nach Hause. Ich gebe dir ein Fischbrötchen. Und der Wurm meinte, was, ein Fischbrötchen? Was ist denn ein Fischbrötchen? Da meinte die Frau, na, wart's nur ab. Und dann ging sie nach Hause und da machte sie dann eben so ein Fischbrötchen, weil ihr Mann war ja Angler und dann hatte sie das Fischbrötchen
Und naja, und der Wurm fand das total klasse und aß das und bekam wieder neuen Lebensmut und dann schenkte er auch seinen ganzen Millionen Verwandten die Fischbrötchen, wodurch die Frau einen mörderischen Umsatz machte und beschloss bloß noch Fischbrötchen herzustellen und den Fisch dafür zu räuchern und Rindfleisch, das hat sie einfach vergessen. Und das war wirklich, das war das Wunder des dieses Weihnachten. Ich meine, dieses komische Mädchen mit ihren Sternschnuppen da, das kann man doch voll vergessen. Gegen einen Weihnachtswurm, der seinen Verwandten Fischbrötchen schenkt. Naja, und seitdem verkauft man überall auf der Insel Fischbrötchen und das geht eben auf diesen Weihnachtswurm zurück. Auf eine wunderbare Tat, die direkt vom Herzen kam. Und damit endet dieser heutige Tag. Einen wunderschönen fünften Türchentag. Bis morgen. Da boom!